Los, gesichtet. Gut gemacht, Schatz. Können wir denn los? Ja. Abmarsch. Ja, es war ja nur eine Frage der Zeit, bis das passiert ist, was im letzten Part passierte. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Reise ins All. Ja, wir sollen hier nämlich nach einem Floß fragen. Im letzten Part ist nämlich der gute Professor Heißen so ein bisschen durchgedreht. Leisende Marsianer ist rausgekommen. Und diesmal hat es der Rest der Gruppe auch mitbekommen. Und hat den dann bekämpft. Ja, und jetzt sollen wir so ein einäugiges Orakel aufsuchen. Und dafür brauchen wir ein Floß. Und dafür müssen wir beim Häuptling nachfragen. Und wie ich mein Glück kenne, sagt er jetzt dann wahrscheinlich sowas von wegen, dafür müsst ihr ein Krieger werden und, ja. Was ist mit eurem kleinen Gefährten passiert? Fürchte, der Herr Professor ist zurzeit eine Art Ungeheuer. Wir wissen selbst nicht, was unseren Freund befallen hat, aber er benötigt Hilfe. Irgendwo den Fluss entlang soll es ein Orakel geben, das eventuell Rat und Hilfe geben kann. Das einäugige Orakel! Eure Majestät kennen es? Jeder kennt das Orakel, so wie das Orakel seinerseits um alles weiß. Aha, Problem scheint so gut wie gelöst. So kann nur jemand reden, der noch nie den schreckensreichen Winder bereist hat. Majestät brauchen nicht fortzufahren, kenne das Gerede, höre eigentlich nur noch von Problemen und Schwierigkeiten, die sich auf dem Weg türmen, seit ich die Kaserne verlassen habe, ja. Aber die Gefahren des großen Flusses sind nicht irgendwelche austauschbaren. Mit Verlaub will endlich zur Tat streiten, bin zuversichtlich, das Kommende zu meistern. Das ist zwar ausgesprochen leicht und fertig und hochmütig, aber auch unglaublich schneidig, Liebster. Aufhalten lassen scheint ihr euch offenbar ohnehin nicht. Nun gut, ich helfe euch. Geht nach Osten, bis ihr an das Ufer des großen Flusses gelangt. Dort liegt ein Floß verteut. Falls ihr wirklich entschlossen seid, das Wagnis auf euch zu nehmen, dann, rudert den Fluss hinauf. Haltet euch nordwärts und meidet die Strudel und Klippen der südlichen Stromschnellen. Und falls ihr denkt, es klingt nach einem Minispiel, das ist durchaus möglich. Am Ende einer Fahrt des Grauens werdet ihr dem Orakel gegenüberstehen oder, ja, euren Göttern. Verdammt! Ich hoffe, ihr erreicht das Orakel und findet dort Hilfe. Ja, bestimmt. Hallo, wir haben hier bisher noch alles hingekriegt. Seht nur, wer da kommt. Belegt ihr meinen Vater wieder mit Nichtigkeiten? Nichtigkeiten? Höre wohl nicht direkt. Haben da drinnen gerade... Verschont mich mit eurem Gewischfremdlinge. Mein Vater sollte längst den Krieg gegen die Schlangen vorantreiben. Aber statt unsere Erzfeinde zu packen, spielt er mit Geschöpfen wie euch herum. Es wird Zeit, dass sich einiges ändert. Fürchterlicher Kerl. Wie bitte? Diese Worte von Ihnen über einen Prinzen? Ja, aber... Es ist halt nun mal so. So, ich musste mal was sagen. Ich hoffe, ihr erreicht das Orakel und findet dort Hilfe. Hallo? Der Prinz scheint einen Plan gegen euch zu hacken. Der will euch umbringen. Hallo? Wenn wir wiederkommen, dann sind sie tot. Das weiß ich doch jetzt schon. Naja, gut. Egal. Sollte hier nicht irgendwo ein Floß verteut sein? Das habe ich nicht richtig zugehört. Ich glaub's ja nicht. Ich dachte im Osten. Ja gut, aber vielleicht auch im Westen. Ja, tut mir leid. Jetzt habe ich halt auch mal einen auf Dumtendo gemacht. Passiert halt jedem mal. Passiert halt jedem mal. Meine Güte. Hier ist auch kein Floß. Oder meint der... Ach so, warte mal, wir sind hier eher bei so einer Art See und beim Fluss. Das dürfte dann da rechts sein, wo wir für unsere Unschuld den Beweis gefunden haben, quasi. Nach quasi und nach Modo gehe ich davon aus, dass ich dort dann richtig sein werde. Okay, da habe ich wohl doch richtig zugehört, bin nur nicht weit genug gegangen. Weiter in das Umland. Oh! Das ist ja interessant.
Hä? Flussgeschichten. Gut gemacht, Schatz. Können wir dann los? Ja. Abmarsch. Weiß eigentlich jemand, wie man dieses Ding steuert? Was fällt dir jetzt ein? Plane immer nur bis zur nächsten Attacke. Gemacht, werte Freunde. Wir sollen nordwärts, die Strömung treibt uns ohnehin in die gewünschte Richtung. Na dann, oh, Moment, falsches Gesicht. Also dann, Abmarsch! Komm recht lahm voran, schlage schärfere Gangart fort. Ein Floß ist kein Rennboot. Wir werden uns im Wesentlichen nach der Strömung zu richten haben. Hauptsache, wir kommen voran. Ich werde wieder nach dem Professor sehen. Na, hoffentlich brechen bald nicht hörige Gefahren über uns herein. Ich will mich bereits zu langweilen. Ja, die Fische gefallen mir nicht. Und das Auge da rechts auch nicht. Hehe. Das ist nicht gut. Arr, bei Neptuns Barr, sehen Sie mir aus eine... Was? Sie sehen mir aus wie eine läppische Landratte, mein Herr. Hä? Wie meinen? Aber Herr Leutnant, gehen Sie doch etwas mehr auf die Situation ein. Bin Offizier, kein Hefeteig. Das Ruder dieses beachtlichen Gefährts folgt einem bemerkenswerten Funktionsprinzip. Damit verhält es sich wie folgt. Füllefanz, Erklärung sofort abbestellen. Du findest Balsamöl. Riechwasser, ja, findest du auch noch. Und wenn ich rausgehe, ist wahrscheinlich die Kacke im Dampfen. Ah, kann das Zeug nicht mehr sehen. Möchtest du schlafen? Nö, hab ich vorher erst gemacht. Nö. Der Professor sieht mir gar nicht gut aus. Je eher wir dieses Orakel erreichen, desto besser. Kleinigkeit. Dein Optimismus in allen Ehren. Aber ich denke immer noch an die Worte des Häuptlings. Wie hat er den Fluss bezeichnet? Den schreckensreichen Winder? Irgendwie unheimlich. Finger weg, das Kissen ist frisch aufgeschlagen. Okay. Mir beschleicht das beunruhigende Gefühl, als ob der Dschungel Augen habe. Augen! Kann ihm da nicht ganz folgen. Na, unter dem dunklen Blätterdach scheint uns etwas zu belauern. Schon seit einiger Zeit. Achtung, werden umzingelt! Deckung, gefechtsklar machen! Sand, was? Sandsack schleppen. Das Floß droht beschossen zu werden. Schnell, Sorge für Deckung. Siehst du den Sandsackstapel neben dem Zelt? Nein. Dann bist du blind. Nee, er ist immer ernsthaft. Siehst du ihn? Ja, natürlich sehe ich ihn. Da ist er. So, dort kannst du dir Sandsäcke abholen, um die Deckungslücken der Floßseiten auszufüllen. Die Lücken werden von Pfeilen angezeigt. Da, siehst du? Ist doch alles easy. So, hole dir mit der Enter-Taste einen Sandsack und buxiere ihn in eine der Lücken. Dann holst du dir einen neuen, falls du dich einbaust, klicke den Sandsackstapel einfach erneut an. Also, wahrscheinlich nicht mit der Maus, sondern Enter, da hat sich halt wahrscheinlich der Tobi beschrieben, ne? Ah ja, das Spielchen läuft übrigens auf Zeit, also los. Ach so. Ja, what the fuck? Nanu, das ist doch dieses Kraut, das der Professor gelegentlich, denkst, nehmt das immer an mich. So, aber schieben kann ich das nicht. Sack mit Pfeifenkraut, belangloser Satt. Ach, okay, Rechnung leuchtet ein. Ja, ich hasse es, wenn jetzt hier wirklich die Zeit nicht angehalten wird, weil das ist halt ein bisschen, ne? Dann kann ich das nicht in Ruhe lesen. Merke ich mir, falls ich selber irgendwann mal tatsächlich so ein Ding auch durchziehen sollte. Dass ich das nicht so mache, aber das kann ich schon immer schaffen. Du hast 7 Lücken geschlossen. Wir hoffen, das nützt was. Naja, der Beschuss setzt ein. Deckung!
Alle Gefährten verlieren 10 Lebenspunkte. Na, wenn es weiter nichts ist. Du erhältst 175 Erfahrungspunkte. Grässlicher Gegend, bloß weiter! Ein Vorschlag nach meinem Geschmack. Scheinen aus dem Bereich der Schussweite gekommen zu sein. Zumindest fürs Erste. Ein großer Sackstapel, der nur bei sehr oberflächlicher Betrachtung lediglich 3 Sandsäcke zu enthalten scheint. Schön, wie er sich selber drüber lustig macht, sag ich mal. Arr, mein Neptunsbart. Okay. Willst du nicht wissen, was das war? Was war denn da draußen los? Mit einem Male flisten hier ein paar Pfeile durch die Luft. Schätzchen, dort lauerten nur ein paar wilde Urwaldkrieger. Kannibalen womöglich. Du verstehst es wirklich, mich zu beruhigen. Jawohl. Finger weg. Okay. Sind Sie einmal da vorne, Herr Magwitz? Hä? Wo denn? Aber gucken Sie denn hin? Da! Da vorne, meine ich. Bordsblitz. Sieht glatt nach einer Anlegemöglichkeit aus. Es könnte unmöglich schon am Ziel sein. Wohl kaum. Ich denke, hier werden uns einfach ein paar Zusätze auf unseren Reisen geboten. Ob wir sie annehmen, liegt ganz bei uns. Ich sage mal anlegen. Ei, ei! Und noch ein Ei. Ich setze uns auch ganz sanft ans Ufer auf. Festhalten! Gelandet! Wäre fast über Bord gegangen. Das wollten Sie doch sowieso. Eine kleine Landparty? Wartet, da bin ich dabei. Und der Professor? Spiel hier nicht die bessere Krankenschwester. Ist bestimmt wieder ein Bonuslevel, oder? Was zum... Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das gelöst habe, aber kling, ich hab's gelöst. Falls jemand weiß, wie man da drauf kommen soll, gerne in die Kommentare. Ich habe einfach mal rumgedreht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's auch gar keine richtige Lösung und es ist wirklich reines Ausprobieren. Aber gut. So, was haben wir hier? Ach so, wir haben ja gar keinen Professor dabei, der uns Bescheid geben kann, was ist. Oh, Zeit zu speichern. So, Schalter drücke. Fürchte, wir sind zu leicht. Die Truhe ist fest verschlossen. Glaub mir, dir hilft am besten unterirdisch ganz im Westen. Nun geschwind die richtige Richtung gewählt und 3, 3, 5, 4, 6, 1 dort zählen. 3, 3, 5, 4, 6, 1. Im Westen. Okay. Aber, Ja, okay, ich geh einfach mal weiter. Dann zieh er mal zu, dass er wenigstens das Ablenken so einigermaßen hinbekommt. So sanft und ruckelfrei, als ob ich ein Stück Seife steuere. Ich hätte jetzt nichts gegen ein wenig Ruhe einzuwenden. Ich glaube, aus der Ruhe wird nichts. Der weiß aber schneller. Oha. Hören Sie das auch? Auf dieser Fahrt geht aber auch alles Schlag auf Schlag. Stromschnellen! Wo fährt er denn hin? Festhalten alle miteinander, ich lenke uns dahin durch. Stromschnellen. Brechen Sie mit den Pfeiltasten den Felsen aus, deinen Weg aus. Ja, in rund einer Minute solltest du auch schon durch sein. Und los. Ja, gut, danke. Ich konnte nicht nochmal nach rechts. Hä? Ich kann nicht weiter nach rechts? Das ganz Rechte kann ich nicht bereisen, das ist voll die Verarsche.
Ich meine, jetzt wo ich es weiß, ist das kein Ding, aber vorher... Ich kann hier nicht nach rechts. Die ersten Treffer, ich akzeptiere die nicht. Guck mal, es ist sogar so die Engen hier. Kein Ding. Aber es sieht so aus, als können wir noch ganz rechts, das geht aber nicht. Man kann nur die drei linken hier nutzen. Okay, der war dumm, den akzeptiere ich auch. Du hast 6 Felsen gerammt, eigentlich 4, aber egal, du hast 40 Erfahrung. Das waren die letzten Felsen. Ich hab uns durch die Wildwasser hindurchgeschlängelt, haha. Naja, immerhin leben wir noch. War das etwa ein Lob meiner nautischen Fertigkeiten? Na, nicht übermütig werden. Muss sonst noch nachschlagen, was nautisch ist. Ich muss danach meine anerkennenden, es wieder streichen. Gut, aber ich würde mal sagen, dann war es das auch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play die Reise ins All. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.